Hallo, herzlich willkommen in der Lego-Stadt. Heute wollen wir mal eine weitere Lücke schließen. Hier am Imbiss, da können wir gut eine kleine Eisbude bauen. Aber bevor wir das machen, steigen wir noch mal kurz hier aufs Würstchen, um die Lage zu peilen. Oh, der Senf ist aber rutschig. Ja, das Grundstück ist bestimmt groß genug für so ein Bötchen. Die Lage ist gut hier an der Ecke. Dann würde ich sagen, lass uns anfangen. Es ist zwar ein bisschen grüner Nebel, aber das soll uns nicht dran hindern, die Eisbude zu bauen. Dann fangen wir mal an. Hey Ernie, kannst du mir mal pinke Steine holen? Okay, wird gemacht, Chef. Wir laden schnell die Steine um. So, ich gebe sie hier hin. Okay, erledigt. Damit haben wir genug zum Bauen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Da legen wir mal eine schöne gekachelte Fläche hin. So, der Vorplatz sieht schon mal gut aus. Am besten räumen wir noch den Grünstreifen hier weg. Ich glaube, der stört mehr. Stolpern die Leute nachher noch drüber. Da legen wir mal lieber ein paar Steinplatten hin.
Ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Die müssen noch weg. Ich würde sagen, hier stellen wir ein paar Tische auf. Der Vorplatz soll ja durch eine Markise geschützt werden vor Regen und Sonne. Da bauen wir erstmal ein Metallgerüst, denn so eine Markise hält ja nicht von alleine. So, jetzt können wir darüber den Stoff spannen. Machen wir den Stoff längs oder quer? Ich würde sagen quer. So, das sieht schon mal schick aus, finde ich. Da vorne haben wir noch einen Platz. Dann machen wir eine kleine Verlängerung. Dann regnet das nicht so schräg rein. So ist das sehr schön. Die Sonne geht unter. Wir sollten uns mal einen Snack holen. Eis gibt's ja noch nicht. So, uns fehlt noch da drin eine Toilette. Nun habe ich gemerkt, dass die uns in den Items hier den Einkaufswagen weggenommen haben. Der stand ja bei Tante Emma vorm Laden. Den haben sie uns geklaut. Aber was ich dann noch entdeckt habe, die haben uns ein neues Klo gegeben hier. Und weil ich das noch nicht benutzt habe, wird das doch eine gute Gelegenheit sein, das hier reinzukriegen. Tja, wenn wir da jetzt in die Lücke passen, denn der weigert sich. Er nimmt es immer sehr genau mit den Öffnungen. Wenn da keine Öffnung ist, dann lässt er auch nichts positionieren. Ich muss die Wand hinten treffen. Ich glaube so. Ja, das war eine schwierige Geburt. Lass uns mal gucken. So, jetzt ist es saudunkel hier. So dunkel, dass ich Licht brauche. Es darf nicht wahr sein. So sieht die Toilette aus, so eine ziemlich antike. Ich schätze, wenn ich jetzt E drücke, macht er erstmal die Lampe weg. Okay, dann zieht er einmal an die Strippe und das war's.
Na gut, haben wir das Teil auch mal verbaut. Also die Lampe ist jetzt wichtig. Was mir dann noch gefallen würde, wäre, dass die einen Stein entwickeln, der auch richtig Licht spendet wie eine Lampe. Denn diese Leuchtsteine leuchten zwar für sich, aber die spenden kein Licht. Das heißt, wenn es stockdunkel ist, bringen die auch nichts. Ja, ein Lichtstein sollten die uns noch spendieren. So, die Eisbude braucht natürlich noch einen Schriftzug. Der könnte hier gut aussehen. Eis, ja gut, jetzt weiß man es. Die Sonne geht schon wieder unter. Ich würde sagen, solange es noch hell ist, wollen wir schnell mal in den Bütchen reingehen und uns dann mal umgucken, bevor es wieder dunkel wird. Hier haben wir die Truhe. Ah, da sind schon die ersten Eispackungen angekommen. Und die Toilette hätte ich gerne mal bei Tageslicht gesehen. Aha, so sieht die aus. Dann lass uns da mal dran ziehen. Okay, fehlt ein bisschen Wasserspülungsgeräusch. Vielleicht kommt das ja noch. Gut, dann warten wir mal, bis die Inhaber hier das Eis gelagert haben, damit es losgeht. Wir sind ja auch mit dem Bütchen noch gar nicht fertig, denn ich würde sagen, es fehlt dem Bütchen noch das Sahnetüpfelchen, um vollständig zu sein. So, meine Mitarbeiter haben jetzt das Sahnetüpfelchen geholt. Und das werden wir jetzt mal hier als Logo auf dem Dach positionieren. Ja, die Position ist gut. Noch ein bisschen retuschieren. Okay, das Sahnetüpfelchen kann sich sehen lassen. Hier fehlt noch was. Okay, so lassen wir es. Ja, also wenn das keine tolle Eisbude ist, dann weiß ich es auch nicht. Was sagt die Sonne? Die geht schon wieder unter. Dann warten wir bis morgen, da ist Eröffnung. Aha, die ganzen Eissorten sind schon drin. Die Waffeln. Ja gut. Dann warten wir morgen mal auf die Eröffnung. Wollen wir mal sehen, was dann los ist. Ja, ich werde mir dann mal ein Eiscreme holen. Ich hätte gerne ein Erdbeereis. Hallo. Ich hätte gerne ein Erdbeereis. Bitte sehr, ein Erdbeereis. Oh, danke. Das sieht aber gut aus und so groß. Lecker. Jo, ich hätte gerne ein Schlumpfeis und ein Putzlappen. Ein Schlumpfeis. Bitte sehr, ein Schlumpfeis. Ey, cool, danke.
Ja, das war's. Genug Eis für heute. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Eisbudenbau. Das ist ein schönes Gebäude hier für die Ecke. Und die Leute, die da in dem kleinen Park sitzen, werden sich bestimmt öfters mal ein Eis kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Tschüss.